Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei The Evil Within. Wir wollen jetzt zum Mark vorstoßen und dann zum Rathaus gehen und dafür brauchen wir das hier. Das ist also der Computer, von dem O'Neill gesprochen hat. Probieren wir das Passwort. Aha. Gut. Eine Säule, zwei Säulen. Gut, zwei Säulen und sonst... Moment, das sind die gleichen Säulen wie bei... wie beim Arsenal. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ist hier Gas? Union Power and Gas. Okay, Moment. Ah, man kann es sehen. Hier und hier. Gut. Ich wusste doch, dass irgendwie... dass die verbunden sind. Aha. Die Akte können wir nicht nehmen. Oh, oh, das ist gut. Das ist gut. Munition und... 20 Teile. Okay. Sehr schön. Aber sonst... in den Waffenschränke... Waffenschränken, keine Waffen. Und ja. Suche im Markt nach Ausgang 2B, um zum Rathaus zu gelangen. Okay. Das einmal ein bisschen. Ein bisschen davon. 300 sogar. Das irgendetwas draufhauen. Nein, draufhauen bringt nichts mehr. Und das war eine Rauchgranate. So, hier. Schießpulver, Operator, gut. Und wer bist du? Hier unten ist es wohl auch nicht besonders gut gelaufen. Die hatte Mobius-Handschuhe, also der oder die. Verdammt, das bedeutet, die Zombies sind auch hier unten. Ja, ja, wenn man bedenkt, dass sie auch im Arsenal waren, ist es klar, dass die hier unten auch sind. So hat Union mal ausgesehen. Könnte das die ganze Karte von Union sein? War ja mal gar nicht so klein. Und das alles hat deine Tochter zusammengehalten, oder? Gemacht. Was ist das? E-Mail. Wachstum von Union. An alle zuständigen Personen von Operative Rave. Geiler Name. Betreff Wachstum von Union. Dank des Erfolges des Mu-Center-Anwerbungsplans wächst Union schneller als vorausgesagt. Die Produktion des Stems der Stem-Wan wurde erhöht. Die Erweiterung von Union wurde skizziert und für das Rendering eingeplant. Aufgrund der Einwohnerzunahme muss die Union-Umgebungskarte um 50% erweitert werden. Neben neuen Wohngebieten wird eine Landwirtschaft und eine Industriezone hinzugefügt, um Arbeitsplätze für neue Bewohner zu schaffen. Aber was hat man denn von einer Matrix? Also wenn die Leute dann hier leben und arbeiten, was haben die davon? Hier haben sie anscheinend noch Teile von Union entworfen. Ja, nach gerade klein. Wie er schon sagte. Aber was hat man davon? Wenn ich das fragen darf, was hat man davon, eine Matrix zu erschaffen? Okay, eine Spritze. Stimmt, wir haben ja keine mehr. Was? Ah, sehr gut. Und Waffenteile. Ja.
gut, gut. Ist das ein Toter? Nein. Also, es ist schon ein Toter, aber... Nach die Art Toter... Was soll das heißen? Was soll dieses Geräusch? Ja, ja, tonnenweise Rack und Rackserv und so, aber. Warum ist er losgestartet? Und warum hat es. Warum ist er gerade ausgegangen? Verdammt! Was wollen die? Okay, gut, gut. Okay. Doch gerade Atemgeräusche gehört von da. Keine gewöhnliche Tasche. Und da haben wir unseren Mister, der zerquetscht wurde. So, hier. Elektrobolzen und zack. Gut. Schön ruhig bleiben. Mojos. Okay, hier geht's nicht weiter, eindeutig. Weil eine Alpha-Wand da ist. Nicht, weil ich da nicht hin wollte. Okay. Ja. Aha, aha. Operator wurde lokalisiert. Protokollisiert. Okay. Gut. Oh. Da vorne... Lebt noch jemand? Da. Schießpulver. Okay, wir kommen nicht so einfach da rein. Aber der da drüben darf nicht einfach so leben. So. Zwei Schuss und tot. So, nehmen wir. Und zu guter Letzt, der Letzte. So, noch Fragen? Gut. Oh, wir haben jetzt genug genug Suppe, um eine um die 4000, also diese 20% Ausweichenchance freizuschalten. Könnten wir machen, aber wir müssen dafür zurückgehen und das wollen wir ja nicht. Warum brauche ich jetzt zwei Schüsse? Und warum versinkt das Schleim hier nicht runter? Das ist nun ein Gitter. Okay. Die spielen ein bisschen mit ihrem Essen.
Super. Also der gibt eine Tasche. Solltest du nicht aufstehen? So, hier, Flasche! So, bitteschön. Der ist tot. Und hier ein bisschen genommen und jetzt den Rest nehmen. So, nachdem wir alles genommen haben, können wir in Ruhe zurückgehen. Sebastian, du alter Hengst. Gut, ich glaube, sobald wir das da gelöst haben, geht alles auf. Derzeit ist die Notfallabriegelung in Kraft. Stellen Sie die Frequenz auf Ihrem Kommunikator ein, um die Abriegelung aufzuheben. Ich kann es ja mal versuchen. Gut. So, perfekt, oder? Entriegeln. Notfallabriegelung aufgehoben. Bitte auf den Systemneustart der jeweiligen Anlagen warten. Notfallabriegelung im Freizeitbereich aufgehoben. Bitte warten, System wird neu gestartet. Notfallabriegelung im Forschungstrakt aufgehoben. Bitte warten, System wird neu gestartet. Dann. Nein! Stimmt, ich hatte noch die Axt. Notfallabriegelung in der Sicherheitsanlage aufgehoben. Bitte warten, System wird neu gestartet. Oh, verdammt. So. Na, genug aufgeriegelt. Das war's hoffentlich. Muss Munition sparen. Das, mein lieber Freund, glaube ich auch. Systemdurchstand abgeschlossen. Notfallabriegelung vollständig aufgehoben. Gut, okay. Zuerst einmal, wo war das hier? Oder was war das hier? Gut. Gibt Munition. 5 Munition. So, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Okay, hier will man nicht weiter. Security Anker. Moment. Aha, aha, aha. Okay, hier geht's nicht weiter. Gut, da ist ein Magazin, können es aber nicht aufnehmen. Gut, dann hier unten. Was war hier unten? Aha, ein bisschen übertrieben. Gut, dann wissen wir, dass wir hier ein bisschen Munition haben. Für die Schrotflinte. 8 Schießpulver, okay, gut. Und noch ein Rohr, gut. Wir können jetzt wieder 5... wieder 5 Harpunen machen. Hier geht's auch nicht weiter. Gut. Ja, du musst aufpassen. Biegst du falsch ab, kann es schon passieren, dass du dich verläufst. Na klar, am Arsch hinten. Hier ist es mehr lineal als etwas anderes. Aber gut. Okay, das geht nicht auf. Dann nehmen wir einfach die Waffenteile. Und. Noch mehr Waffenteile. Gut. Und jetzt können wir in Ruhe wieder zurückgehen. Was? Nicht zurück, ich meine vorwärts. Zum nächsten Raum. Okay, was habe ich da?
Schrotmunition, okay. Gut. Hier scheint nichts zu sein. Da haben die Zombies ja noch mal Glück gehabt. Oder die Untoten. Dieses mutierte irgendetwas. Okay, Zugangstunnel. Gott, dieser Geruch. Du kennst es. Aus dem ersten Teil, wenn man es so will. Und es sieht so aus, als müsste man in die Kloake runtergehen. Ach nee, nee, nee. Gut, hier, bitteschön. Gut, das ist dann halt eben so, wir gehen nach unten und dann müssen wir kämpfen und glaubst du, ich hab's nicht gehört? Ich wette, sobald ich dahin will, passiert irgendetwas. Deshalb gehe ich zuerst einmal hier rüber. Bevor ich hier irgendetwas nehme. Okay, Tür geht nicht auf. Gut, Schrotpistolenmunition kann ich nicht tragen, da es im Moment nicht mehr getragen werden kann. Okay, es ist erstaunlich. Ich hatte keine Komplikationen, hier rüber zu kommen. Gut, und für den Weg zurück haben wir noch weniger Komplikationen, also keine Ahnung, was es soll. Und was soll dieses Guckloch da oben, wenn man den Kopf nicht mal so hoch schrecken kann? Aha. Das ist also das schlimme Gasleck. Ja. Scheint danke, so. O'Neill. Ohne das Teil hier würde ich es niemals schaffen. Okay. In einem Irrgarten. Es geht. Ich nehme an, dieses Sternchen bedeutet, wir sind da. Entzündlich? Mist. Dann kann ich keine Schusswaffen einsetzen. Leider. Jetzt. Oh. Ah, wir hatten ja. Wir hatten ja eine Flasche verbraucht. So, komm zu mir. Das ist mir doch eindeutig gesehen. Ich stand. Im Tutorial stand, ich soll E klicken. Jetzt stand F. Kann sich das Tutorial mal entscheiden? Habe ich gerade eine Flasche verbraucht oder mein gutes altes Beil?
Okay. Also bis jetzt sieht das hier nicht wie ein Ehrgarten aus, eher wie das Gegenteil. Okay, was haben wir? Okay, gut. Da geht's nicht weiter, also müssen wir hier runtergehen. Wir haben gar keine andere Wahl. Wird gespeichert. Elektroschloss. Verdammt. Ich muss der Spur folgen. Ja, ich muss der Spur folgen. Oh, fuck. Ich kann keine Waffen einsetzen. Scheiße, erschreck mich doch nicht so. Aha. Hey, gut. Und nehmen. Gut. Also gut. Kann man die Olle da tackeln? Ja, ja, ja. So. Wir haben uns halbwegs versteckt. Wenn sie jetzt nochmal kommt, wird sie abgestochen. Mal habe ich vielleicht weniger Glück. Aber warum kann man keine Elektropfeile benutzen? Okay, warum kann man keine Giftpfeile benutzen? So, hier! Gut, zweimal abstechen und sie ist tot. Gut. Was sagtest du da von wegen, nächstes Mal haben wir vielleicht nicht so viel Glück? Das war das pure Glück. Wir haben sie eigenhändig von ihrem Leid erlöst. Und wo sind wir? Ah, ja, hier. Okay. Gut. Aha. 3, 2, 4. Mit dem Gesamten haben wir 5. Also muss das und das. Hoffentlich hat das was gebracht. Ja. Na klar hat es etwas gebracht und tut mir leid, aber... Das ist kein Labyrinth, das ist ein einfacher Weg. Es geht nur geradeaus, oder?
Oder, ja, es gibt keinen anderen Weg. Das ist kein Ehrgarten oder sonst was der Geier. Gott sei Dank. Die Maske roch fürchterlich. Ja, okay, gut. Die Tür ist zu. Deshalb. Und oben angekommen. Aha. Da. Hallo? Hören Sie mich? Hier ist Watkins. Watkins, was ist los? Der Zusammenbruch passiert schneller als erwartet. Und jetzt ist auch das Markt betroffen. Dieser Versuch einzudringen. Ich brauche Hilfe. Geht nicht. Der Zusammenbruch hat ein Gasleck in den Zugangstunneln verursacht und meine Atemmaske ist im Transporter. Können Sie kein Team mit einer Atemmaske für mich durch die Tunnel schicken? Tut mir leid. Wir können für Sie keine Leben riskieren. Wow. Geht nicht. Wie heißt es? Wie freundlich. Und der hilfsbereit man seine eigenen Leuten gegenüber ist. Exit B2. The West Access Tunnels. Tunnels. Keine Ahnung. E-Mail, Erweiterung und Datenziele. Alle Operatives. Operative Pilgrim. Betreff Erweiterung und Datenziele. So, aufgrund des Erfolgs der neuen Anwerbungsaktion nähern wir uns unserer Datenzielen. Jeder Bewohner von Union erweiterte die Speicher- und Verarbeitungskapazität des Systems um hunderte Exabytes. Für die Aktivierung des drahtlosen Stems werden 2 Millionen Exabyte Speicher benötigt. Ausgehend von der prognostizierten Zunahme sollte dies in einigen Monaten der Fall sein. Ein drahtloser Stem sorgt dafür, dass keine kostspieligen Stem-Wannen mehr erforderlich sind und wir unser Ziel erreichen. Phase 2, das vollkommene Eintauchen der Bevölkerung in den Stem. Die Einheitszerebralchips werden dazu dienen, Mobius Operatives zu identifizieren und vor dem Phase 2 Signal zu schützen, das über drahtlos Stem-Sender in allen Winkeln des Planeten gesendet wird. Okay, nochmal. Warum? Ich verstehe nicht, warum? Kann mir das jemand in den Kommentaren schreiben und sagen, warum man so etwas machen will? Wenn man die ganze Bevölkerung an den Stem anschließt, was hat man davon? Aber, ja. Geht es da hoch oder da? Exit. Exit B2. Also ist es der korrekte Weg. Dann gehen wir hier hoch. Und hier haben wir Mobius. Sachen von Mobius. Und verdammt. Schrotflintenmunition, die wir nicht benötigen. Und eine Harpune, die wir vorhin gut eingesetzt hätten können, da wir keine Schusswaffen benutzen. Da eine Harpune keine Schusswaffe ist. Aber wir haben es gekonnt gemeistert, indem wir sie 2-mal erstochen haben. Und da sie ein Computerprogramm ist, also in echt ein Computerprogramm, ist sie dann ihre Routine weitergegangen. Und das war gerade unnötig. Aha. Ah, es ist der Weg, den wir gehen müssen. Okay. Ich dachte mir gerade... Oh. Geht nicht. Der Zusammenbruch hat ein Gas. Schade. Geht nicht kaputt. Gut. Dann müssen wir hier rüber gehen. Geht nicht. Der
Zugangstunnel verursacht. Geht nicht. Der Zusammenbruch hat ein Gasleck in den Zugangstunnel verursacht und meine Atemmaske ist im Transporter. Ja. Kein Team und los. Hallo? Hören Sie mich? Hier ist Watkins. Watkins, was ist los? Der Zusammenbruch passiert schneller als erwartet. Jetzt ist auch das Markt betroffen. Diese Dinger versuchen einzudringen. Ich brauche Hilfe. Auf dieser Seite sind wir sicher. Kommen Sie rüber. Geht nicht. Der Zusammenbruch hat ein Gasleck in den Zugangstunnel verursacht und meine Atemmaske ist im Transporter. Können Sie kein Team mit einer Atemmaske für mich durch die Tunnel schicken? Tut mir leid. Wir können für Sie keine Leben riskieren. Fickt euch doch! Ja, ich verstehe ihn. Das ist eigentlich bitter. Man arbeitet für die und macht und tut und die sorgen nicht mal für die Sicherheit. Das, liebe Leute, ist scheiße Wirtschaft. Rattenragout. Okay, treff sie nicht. Okay, eine Knarre hier vorne. Ah, geht. Geht. Als wäre ich gegangen. Aber ich weiß nicht, ob ich einen Schuss verschwenden soll. Okay, West Accept Tunnel. Geht nicht. Aha, hier auch nicht. Gut, dann. City Hall. Rathaus, ja. Endlich komme ich hier raus. Vielleicht ist noch nicht ganz gesagt. Zuerst einmal. Drei Schuss. Gibt es wohl eine Verbesserung zu unserer Waffe, die wir jetzt haben? Denn es war ja so, dass unsere Waffe verbessert wurde, indem es einen Laser dran gekriegt hat, was ich extrem geil finde. Oder besser gesagt, ich finde es extrem praktisch. Gut, dann ab zur City Hall. Oder besser bekannt auf Deutsch unter Ratshaus. Oder Rathaus. Oh. Jetzt wieder die Bäume, die Bäumchen. Aber gut. Wo kommen wir da raus? In einen sicheren Raum. Sicheren Raum? Wieder so ein schöner Tag. Ich weiß nicht einmal mehr, wann es das letzte Mal bewölkt oder zu kalt war. Es fühlt sich immer richtig an. Wieder so ein schöner Tag. Ja, es wirkt alles so gut. So, wo sind wir hier? Ja. Hier müssen wir... Nein, wir müssen dahin. Resonanzpunkt. Gut, wir nehmen einen Schluck Kaffee. Das ist gar kein Kaffee, das ist Kaffeehaag. Mein Gott, ich sollte mit dem Schwachsinn aufhören. Gut, aber mit dieser Tasse Kaffee würde ich sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.